Grüß euch Leute, Tauto wieder hier und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession zu The Witcher 2. Ich möchte mich nochmal entschuldigen für die Bohrgeräusche. Ich glaube, alle konnte ich leider nicht so rauskristallisieren. Diese Bauarbeiten kamen für mich eher überraschend, weil unter mir wurde der komplette Boden rausgerissen, also darunter mir in den Räumlichkeiten, und ich dachte, die wären dort schon fertig, aber die sind dann auch gleich mit einem riesigen Presslufthammer angefahren. Sehr zu meiner Freude am nächsten Tag auch, weil ich um 7:30 dadurch aufgeweckt wurde. Nur zur Info, ich habe da in dieser Woche nachmittags gearbeitet bis Mitternacht. Also, ja. Kurz nochmal zu Baltimores Hinweise. Ich bin das letzte Mal zufällig wirklich strange dorthin gelaufen und der Schnitt war von Elton raus, runter, das konnte ich einfach nicht reden, weil da wirklich die Stämmen zu extrem waren, deswegen der abrupte Cut. Aber nur mal kurz, ich habe mir dann noch einmal die Hinweise durchgelesen und das Startpunkt ist eigentlich hier im abgebrannten Dorf am Brunnen. Nach links und nicht rein in den Fluss, das soll ganz nass schreien, der kommt das Tor hinein. Dann finden den Weg mit dem ewigen Wächter. Nimm den in der Mitte, die anderen sind schlechter. Und jetzt weißt du, Weg des Ingra, dann solltest du sicher sein, Ziel erreichen, kommst du, dreh du an der Trunkenen vorbei, sein Schatten zum Mittag der Hinweis. Also da, als letzte Ingra-Zeichen, das könnte eine Igni sein. Vielleicht, dass Igni irgendwie damit gemeint ist, keine Ahnung. Und der Trunkenen, das könnte ja das Schiffswrack sein, was wir, glaube ich, was haben wir das hier auf dieser Seite schon gefunden? Ich glaube ja, als wir die Trollen, glaube ich, geholfen haben oder so irgendwie gesucht haben. Da müsste ja ein Schiffswrack gewesen sein. Und weil auf der Karte haben wir jetzt auch was gesehen. Also hier ist mal ein Tor durch. Dann hier links. Hier unten ist eine Statue. Das müsste der ewige Wächter sein. Hier links runter ging es ja zu Elton, also gehen wir hier entlang. Und wo ist denn... Ah, da ist der Troll. Mal schauen, ob die was noch zu sagen haben. Was willst du? Ruhe lass! Also hier... Catvenna, bitter und böse. Ich dumm. Aber ich weiß das Liebe gut. Also, hier können wir eh nur hier lang. Da davor ja das Ding war, der Nebel wieder war. Hier ist der Fluss anscheinend. So, hier irgendwo. Ich rüste schon mal Idini. Müsste doch irgendwo hier ein Schiffswrack sein. Okay, erstmal Hapien. Auf jeden Fall auf der Karte ist nämlich ein Schiffswrack eingezeichnet. Hier. Also hier sind wir schon richtig, das passt schon. Hier am besten hier. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Okay. So. Ich glaube schon, dass wir an dem Schiffswrack waren, oder? Natürlich, das war ja das mit dem Fluss der Geheimnisse. Hier kommen wir nicht weiter durch den Nebel. Da will ich auch noch nicht... Oh, wartet mal. Ist da hinten eine Höhle? Ah! Es stand hier was rechts von den Ertrunkenen. Oh, cool. Jetzt ist die Frage, haben wir das durch einen Rundenschlüssel geöffnet oder könnte man sowieso hier rein? Halt. Hexer, warte! Was machst du hier?
Ich folge dir, seit du mich das erste Mal nach Baltimore gefragt hast. Da bist du nicht der Einzige. Um die anderen mach dir keine Gedanken. Das sind meine Lehrlinge. Ich mach dir einen Vorschlag. Bevor du die Kiste ausräumst, lass einen meiner Lehrlinge Baltimores Aufzeichnungen rausnehmen. Der Rest ist dein. Was steht in diesen Aufzeichnungen, dass du so versessen auf sie bist? Wieso darf ich sie nicht sehen? Baltimore wurde im Alter etwas sonderbar. In der Kiste könnten Dokumente sein, die für viele Amtspersonen in Werken kompromittierend wären. Ich lasse nicht zu, dass jemand sie liest, auch wenn es nur Hirngespinste sind. Deshalb lass uns die Kiste durchsuchen, bevor du selbst reinsiehst. Wir nehmen die Papiere an uns, du bekommst einen Beutel Orins und für immer Rabatt in meinem Runengeschäft. Oh, das ist irgendwie so eine Geschichte, das könnte sein, dass da wahrscheinlich irgendeine Intrige noch aufgedeckt werde. Jetzt ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt ihm ablehne, dann werde ich ihm wahrscheinlich gegen ihn kämpfen müssen, das sehe ich schon kommen. Aber ein Rabatt, nee, ich bleib ehrlich. Zu den Zwergen bleibe ich ehrlich, weil das sind meine Freunde. Sultan ist ein Zwerg, Jaben Zigrin ist ein Zwerg und Cecil Burden ist auch nicht so schlecht. Ich mach dir auch einen Vorschlag. Verschwinde, dann kannst du deinen Kopf behalten. Ich wusste, dass man im Guten bei dir nicht weiterkommt. Macht ihn fertig, Männer! Hab's mir fast gedacht. Okay, das hätten wir auch erledigt. Oh. Okay, Schema Jägersrüstung hört sich auch interessant an. Ja, das hört sich ganz gut an. Eisenerz, okay. Ein Beutel müsste noch sein. Da hinten sieht's aus. Nee, das ist... Ah, okay, da kann ich nur hier so ran und... Ist jetzt der eine Beutel von dem weggepackt oder habe ich den Zufall... Oder hat der da nichts dabei? Ist hier noch irgendetwas? Nur Licht an, Licht aus. Ey, Mann, er hat jetzt da seinen Lehrmeister verteidigt, ja, aber die Frage ist, was verheimlicht er? Und ob das Hirngespinster sind oder nicht, das würde man doch lieber mal selbst entscheiden. Eine Bibermütze, okay. Boah, geil, Runen, nice. So, habe ich noch irgendwas übersehen? Dann kann ich gleich die Harpie damit ausstatten. So, kurz mal ausstatten. Hier ist die Waffe Harpie. Aufwertungen, Runen der Erde. Das hört sich ganz gut an. Runen des Feuers, rein damit. Rune des Mondes, nee. Nee. Dual Blade, das ist für die Rüstungen, okay. Hauen wir noch eine Rune der Sonne rauf. Ah, das haut jetzt schön Schaden raus. Was hat das andere? 16 bis 25, ja, hahaha. Die zwei Runen der Sonne machen es aus. Wir haben auch hier Baltimores Orkans auf. Das Orkans war der Krug, ja, Baltimores Aufzeichnung. Brief von Baltimore an Torak. Torak, wenn du diese Worte liest, dann hast du mich erwischt, aber freu dich nicht zu früh, du Sausack, denn jetzt erwische ich dich. Durch welche Höllen ich auch gehen muss, ich werde zurückkehren und dir den Frieden rauben. Du wirst leiden, du wirst weinen, es gibt keine Gnade für Mörder. Sieh dich vor, denn ich räche mich eigenhändig oder mit fremder Hand. Baltimore. Oh, hat etwa der Torak jetzt Baltimore umgebracht? Ist jetzt interessant.
Was hat's mit der Bibermütze? Hier. Was hat's damit auf sich? Mal schauen, was der Questlog sagt. Geralt hat. Hat sich über alte Werkstatt, ja, Baltimore, ehemaliger Haus. Du bist jetzt der Torag, ein neuer Runemeister vom Wergen. Das Baltimore verspürt war und für tot galt, ja. Das Baltimore lebt und in großer Angst und dass sein Verschwinden ein Geheimnis und gab. Geralt beschloss es. Das ist jetzt das. Das Symbol für den Patron des Fährten für Strich. Der Strich zeigt immer auf deine Zuflucht. Als der Hexer in Baltimores Aufzeichnung präsentierte, er bat Geralt darum. Das. Okay. Okay, da war ein Ingrat-Zeichen, okay. Schlüssel, Baltimore Stecker, Tor, ich gebe. Seite. Den Trosten hier. Ah ja. Wir müssen jetzt, wie ich schon vermutete, Cecil Burden davon informieren. Ich werde jetzt für euch hier mal offscreen nach Wergen zurückrennen. Und wir sehen uns gleich vor dem Haus von Cecil. Bis gleich. So. Ah, Cecil ist schon vor sein Haus sogar. Dann sprechen wir ihn mal an. Den Göttern sei Dank! Das sind ja die Aufzeichnungen von Meister Baltimore! Wo hast du die denn her? Er hatte eine Schatzkammer in der Nähe des Trolllagers. Der neue Runenmeister Torag ist übrigens tot, ebenso zwei seiner Gesellen. Was sagst du da? Was ist passiert? Baltimore starb durch die Hand Thorax. In den Notizen findest du Beweise für seine Schuld. Danke, Hexer. Nimm diesen Lohn für deine Mühe. Es ist nicht viel. Es wird nicht teuer kommen, einen neuen Runenmeister einzuberufen und ihm eine Ausrüstung zu stellen. Tja, was soll man da machen, wenn der alte ein Mörder ist? So. Soweit ich das jetzt weiß, ist der einzige Weg noch durch den Nebel. Besten wir wählen die aus und dann... Weil wir haben so ziemlich alles gemacht jetzt hier. Und das Einzige, was uns noch übrig bleibt, ist durch den Nebel zu gehen. Also, gehen wir durch den Nebel. Was ist das? Es trägt ein grünes Mäntelchen? Sitzt denn da? So. Wo muss ich schon raus? Mittlerweile komme ich ein bisschen zurecht hier in Bergen. Müsste hier raus. Und jetzt gehen da Geister um? Oh ja. Und dann rechts statt links wie vorher. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, wie es dann enden wird, wenn wir jetzt diese Seite, also für Jorweiter zu rübergehen. Ich kenne sie nur von Roches Seite. Da hat man mich zwar geduldet in Hirnwergen, aber auch nicht überall. Das wusste ich nicht, das weiß ich noch. Und man muss so oder so immer auf die andere Seite. Muss ja auch auf der anderen Seite. Also wenn man mit Roche spielt, muss man früher oder später auch hier rüber. Ich glaube, das war sogar wegen der Zwergenkrypta, wenn mich nicht alles täuscht. Also müssen, und ich glaube, wir müssen auf der anderen Seite auch noch etwas finden. So, ich hoffe, Philippa findet uns auch im Nebel. Ah, da ist sie, ja. Ich glaube, die Rüste aber trotzdem mal Silberschmied aus.
Verrecke. Schaden. Auto erwischt. Ja, du bist nicht mehr verkackt. Ah, ja. Also. Schade, kann ich nicht looten. Los, Philippa. Jemand, okay. Ich verzieh mir oder ich voll. Was ist denn das? Ist das Ziel mir folgen? Wo muss ich die Leute hin? Nee, jetzt geht's hier voran, okay. Die nächsten. Nee, ich will keinen Schaden mehr. Jetzt brenne ich selbst auch noch. Ja, gratuliere. Ihr lernt es wohl nie. So. Lippe ist wieder frei. Und weiter geht's. Ich bin durch. Nice.